Guten Abend alle zusammen. Ich hoffe, dass der Tag sehr schön war für euch, erholsam und kurzweilig. Stefan und ich waren auf der Range, wie ihr seht, und wir haben ein bisschen Synchrongolfen gemacht. Und da wollte ich nur ein, zwei Punkte ansprechen, was vielleicht interessant ist und hilft bei euren Schwingen. Das erste ist, wir haben viel über Körperwinkelbehalt gesprochen. Da sieht man bei Stefan, wie schön von der vorderen Perspektive er seine Wirbelsäule behält. Das Gewicht ist rechts, aber innen rechts. Das ist ein guter Tipp für uns alle. Und jetzt gehen wir hoch zum höchsten Punkt. Jetzt sind wir synchron. Und schau, das erste, was man bei beiden Schwüngen sieht, ist eine, schon im höchsten Punkt des Schwunges, ist eine Verlagerung, eine leichte Verlagerung nach links. Ihr könnt schon mal unsere linke Hüften an, was da passiert. Da gehen wir ganz leicht in die Wand rein da. So, die erste Bewegung, die man hier macht, ist eine Verlagerung nach links. Okay, und das Positive, wenn man das tut, ist, dass dann die Hände senken, was immer eine gute Hilfe ist. Okay, und dann beim Abschwingen, die Hände sind recht passiv, deswegen bleibt dieser Winkel. Das ist aber nicht irgendwas, woran man denken sollte. Und da, guck mal, wie der Boden da wegfliegt da. Das ist Ball, Bodenkontakt, da trifft Steffen Ball, dann den Boden. Und dann auch ganz wichtig ist diese Endposition. Guck, wo der Schläge ist, voll auf der Schulter. Und da muss man sich nicht irgendwie verrenken. Schau mal einfach die Ellbogen. Und die Hände, die sind locker. Und diese Balance sollte man so lange wie möglich behalten. Okay, ich freue mich, euch bald zu sehen beim Abendessen. Ciao.